Hallo liebe Freunde, heute machen wir mal wieder eine Übung mit dem Gymnastikball oder auch Petsyball genannt. Ich hoffe, ihr habt euch diesen mittlerweile besorgt oder zumindest auf eure Wunschliste für den Weihnachtsmann geschrieben. Das ist jetzt eine Übung, die die Rückenstrecker statisch beansprucht. Das ist eine Halteübung, macht ihr 45 Sekunden lang, also wie bei der Hallenqual. Und das dann dreimal mit einer Serienpause von, einer halben bis Minute. Legt den Ball auf eine Unterlage, dass er nicht wegrollt, und stellt die Beine etwas mehr als hüftbreit auf, dass ihr da auch ein bisschen Stabilität habt. Legt euch mit dem Bauch auf den Ball. Spannt die Bauchmuskulatur an. Nehmt die Arme seitlich neben den Kopf. Im Ellenbogen 90 Grad angewinkelt. Der Blick ist geradeaus. Und jetzt wird das Ganze gehalten. Bauch- und Rückenmuskulatur sind dabei angespannt. Statisch, so wie es eigentlich beim Triathlon auch wichtig ist, auf dem Rad, beim Laufen. Also der Rumpf soll statisch arbeiten. So, ich breche das mal jetzt ab. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Übung und hoffe, dass ich euch morgen bei einer weiteren Übung wiedersehe. Tschüss!